herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich wollte euch heute den Scanner Next Generation von Solutech aus dem SCS-Forum in einer neuen Version vorstellen. Wer den LKW noch nicht kennt, gibt schon ein paar Versionen jetzt davon. Das heißt, da kann man ein paar Sachen anbauen. Gelbe Lampen, blaue Lampen, hier diese Laserlampen sind mit dabei. Die gibt es auch in Gelb, in Blau. Verschiedene Kälzer-Anbauteile wie Swobber und hast nicht gesehen. Auch alles sehr schön hier, ne? Wer das Video sich nochmal anschauen möchte, guckt einfach bei mir unter die Videos und dann könnt ihr euch die alten Versionen nochmal anschauen. Heute sind wir dabei, diese Roof Edition, also das ist die Tandem-Version, mit hinzuzufügen. Das ist natürlich hier alles weg. Das heißt, ich muss nochmal kurz rausgehen. Jetzt gehen wir nochmal rein, sonst sind hier meine ganzen Anbauparts weg. Wo sind sie denn? Tandem, ne? Hier sind wir. Da muss man jetzt mal gucken. Da habt ihr hier die ganzen Tandem-Aktien jetzt hier mit dabei. Die sind jetzt hier mit hinzugekommen. Nehmen wir mal die. Und da sieht er schon, hier müssen wir ein bisschen was machen. Logisch. Auf alle Fälle ist das jetzt hier alles kompatibel mit den neuen. So, haben wir schon Lampen, machen wir schon mal drauf. Sieht da schon mal noch was aus hier. Wir fangen klein an heute. Ihr habt dann noch so eine Verkleidungsgedöns hier. Dann kommen wir mal hier rüber. Abdeckung. Nee, wir brauchen erstmal Fulltanks. Verkleidung brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Dann auf der anderen Seite Verkleidung. Da haben wir alles mit dabei. Normale Auspuffvarianten. Und dann kommen wir hier auch schon zu unseren Boxen, die wir hier mit dabei haben. Ne? Gibt es natürlich auch in Wagenfarbe, klar, logisch. Und dann mit Kühlaggregat drauf. Ne? Wenn gewünscht. Von Eckerie, von, hast du nicht gesehen, wirklich von allen möglichen Sachen hier. Ne? So, als Beispiel. So sieht es dann aus im Spechthaus. Verkleidung habt ihr hier noch, wenn gewünscht. Nee, geht nicht. Da lassen wir die weg. Geht nicht. Aber so sieht es dann auf alle Fälle aus. Ist jetzt hier natürlich kompatibel. Hier gibt es natürlich den passenden Spoiler mit dazu. Nee, der passt aber nicht. Der passt nicht. Der passt nicht. Jetzt passt er. Da ist er der richtige. Ne? Hier, Original-Spoiler. Und es sieht dann halt dann so aus. Dachklima habe ich letztes Mal schon erwähnt. Gibt es sind mit dabei. Und so sieht es schon mal ganz cool aus hier. Ne? Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, das Tandem-Add-on in Verbindung mit dem Remote-Mod von Solutech jetzt hier zu nutzen. Und das ist echt cool eigentlich. Ne? Gefällt mir persönlich sehr gut. Rockt auf alle Fälle jetzt. Ne? Das ist jetzt bloß mal so ein kleines Update. Und natürlich, die Probleme aus der letzten Version wurden jetzt hier behoben. Ne? Da ging es darum, dass man zum Beispiel hier bei dieser Version, wenn man dann hier die gelben Leuchten gemacht hat, dann ging das hier weg. Aber das funktioniert jetzt hier alles wieder. Ne? Ne? Das vielleicht nochmal am Rande zu erwähnen. Hier nochmal die gelben Lampen. Gibt es auch in Blau, habe ich letztes Mal schon erwähnt. Blau und hier oben dann nochmal. Genauso, so sieht es dann aus. Auf alle Fälle sehr, sehr hübsch. So. Zack. Hat auf alle Fälle was, ne? Klar, dass jetzt die hinteren Anbauteile, die was man hier anbauen konnte, jetzt nicht funktionieren. Macht ja auch keinen Sinn, wenn wir hier vorne jetzt den Mods-Kühl-Koffer drauf haben. Deshalb ist das jetzt hier halt weg. Sieht aber auf alle Fälle gut aus, mir gefällt's und macht jetzt wieder mehr Spaß, weil man mehr Tuning-Möglichkeiten hat und natürlich jetzt dann das Add-on dazu hat. Selbstverständlich holen wir uns hier noch einen Trailer dazu. Wir wollen ja das Gesamtpaket begutachten, aber an sich gibt es ja da nichts zu erwähnen. Wir kennen es ja schon aus den ganzen Versionen von Cast. Das ist im Prinzip jetzt hier nichts anderes. Nur dass halt ja, die Möglichkeit besteht, Tandem zu fahren. Ne? Ich hier wieder rauskomme. Alter, Walter, ey. Naja, gucken wir einfach mal hier. So, zack. Koppeln wir mal an die ganze Bude hier. Dann schauen wir mal, ob wir hier rauskommen. Eieieiei, das wird doch nichts. Warte mal, kann man da hinten nicht umdrehen? Ne, da hinten kann man nicht umdrehen, ne? Ne, zu klein. Eieieiei, schauen wir doch mal hier. Geht doch. So. Also die Möglichkeit besteht nach wie vor jetzt hier sich fetten Trailer zu holen. Braucht ihr natürlich von Cast das Trailer Add-on. Sucht ihr euch halt eins raus, was ihr halt wollt. Ich habe jetzt hier mal das NTM, glaube ich, ist das hinten dran. Das passt, sieht gut aus. Und ja, macht halt was her, ne?
Kommen wir mal zum Fazit, zum neuen Remote-Mod von Solotech aus dem SCS-Forum. Was haben wir jetzt hier bei dieser Version mit dabei? Wir haben die Fehlerbehebung mit dabei, wo ja unten rechts, unten die bei der Einstiegsleiste waren ja dann die Kunststoffteile sind auf einmal weg gewesen, die waren weg, wenn man unten eine andere Stoßstange gewählt hat mit den gelben Lichtern. Das wurde jetzt behoben. Funktioniert alles wieder soweit ganz gut, ohne Probleme. Und ihr habt jetzt hier natürlich die Möglichkeit, Tandem zu fahren. Richtig, habt ihr ja gesehen jetzt. Sieht ganz gut aus und rockt. Ja. Gefällt mir persönlich ganz gut. Vor allen Dingen mit den ganzen neuen Anbauteilen, die man jetzt hier zur Verfügung hat. Ist es echt cool. Gut, wer keinen Tandem fahren will, für den ist jetzt natürlich relevant, dass halt die Fehler jetzt weg sind. Das ist jetzt bei dieser Version eigentlich so, ja, das Wichtigste, ne? Wer jetzt sagt, nee, Tandem, was soll ich damit, will ich nicht. Keine Ahnung, ich will den 4x2 haben oder was ich, 6x2, 6x4, wie auch immer. Die Fehler sind jetzt weg und könnt ihr halt jetzt so ganz normal fahren. Ihr benötigt natürlich dazu noch ein paar andere Mods, damit das alles hier funktioniert. Ihr braucht das Tandem-Add-on von Castor, sonst funktioniert es nicht. Von Simperia braucht ihr noch das Add-on dazu, sonst funktioniert es nicht. Und da gibt es noch eine Definition dazu. Das müssten jetzt, glaube ich, vier Dateien sein, die ihr benötigt, um jetzt den Scania so am Laufen zu haben. Oder damit er so läuft, wie ihr es hier bei mir jetzt im Video seht. Ne? Natürlich braucht ihr ein Trailer-Paket auch noch dazu. Dann sind wir bei 5. Ist aber nicht schlimm. Ist schnell runtergeladen und dann sieht das auch alles ganz hübsch aus hier. Ansonsten funktioniert, wie schon gesagt, alles ohne Probleme. Zumindest habe ich jetzt nichts mehr gefunden auf die Schnelle. Falls Fragen dazu sind, einfach kommentieren oder im SCS-Forum nachfragen. Ne? Da ist Solotech schwer unterwegs und der tut es dann auch kommentieren, wenn es ist. Dann wünsche ich viel Spaß damit. Lasst einen Däumling da und ja, in diesem Sinne, allzu gute Fahrt. Bis bald, macht's gut und ciao.